Hallöchen, meine lieben Freunde. Heute ist mal nur mein Bizeps da, denn der wird heute den Kampf kommentieren. Hey! Hey Leute, willkommen zurück auf dem Sephiron-Plateau. Wir kämpfen, oh Gott, ja, lasst mich mal eben kurz, Moment, wir kämpfen heute gegen Leonie, oh Gott, und sie wird vermutlich mit Voltula leaden. Wir haben ein Team dabei von Shimo, was ziemlich, ziemlich cool ist. Was machen wir denn gegen dieses Ding? Ich habe keine Ahnung, was die Pokémon können. Deswegen wird das ziemlich schwierig werden. Ich habe mir das Team auch nicht wirklich angesehen. Aber mal gucken. Was machen wir denn gegen dieses Voltula? Ja, komm. Leute, wir leaden einfach mal easy peasy mit Relaxo. Weil Relaxo ein solid Lead ist. So, Bah! Das sollte auf jeden Fall besser sein. Hallo, Freunde. Ich bin wieder witzig heute. Hab wieder die Witzekiste ausgepackt. So. Es geht los. Voltula natürlich am Start. Mit dem Klebenetz. Natürlich habe ich dank des tollen Witzes, den ich jetzt gebracht habe, mir vergessen, das Team aufzuschreiben oder zu fotografieren. Und da ich nur Voltula kenne, ne, ist es nicht so cool. Das Problem ist jetzt, es wird ein Klebenetz kommen. Ich habe nichts, um das zu verhindern. Ich habe weder ein Pokémon, was das Ding irgendwie ausnehmen kann, noch kann ich flinchen, noch habe ich irgendwie Klebenetz oder so. Aber das ist eigentlich völlig in Ordnung. Oh, Cresselia hat Bizarro-Raum. Ist das ein... Ey, Leute, ihr müsst wissen, das Team ist von Shimo, ne? Und das sind Pokémon wie Relaxo, Filinara, Rihonior, Cresselia, Huzassa und Lamos. Also alles durchs Band fucking langsame Pokémon. Und es ist ein Bizarro-Raum-Team. Nicht nur langsam sind sie, sondern auch fucking bulky. Muss man einfach mal so dazu sagen. Und da wir jetzt hier so ein Voltula vor uns haben, das Klebenetz raushaut, obwohl sein Team unser Team komplett outspeeden sollte, weil wir echt langsam sind. Danke, denn jetzt sind meine Pokémon dank Bizarro-Raum noch schneller. So. Natürlich Suicide Lead mit Fokusgurt und Klebenetz, wie wir es kennen. Okay, die Frage ist jetzt, was macht er? Ich habe mir, wie gesagt, das Team überhaupt nicht gemerkt oder aufgeschrieben. Ich habe nur Voltula gesehen und gewusst, dass er mit Voltula oder sie mit Voltula leadet. Deswegen habe ich keine Ahnung, zu was er jetzt rauswechseln könnte. Naja, Energieball wird nicht viel tun, Donner ebenfalls nicht wirklich. Oh, was? Nur Stab... Was? Hä? Warte mal, warte mal, warte mal. Ist das ein gebändetes Rela... Oh Gott, es ist ein gebändetes... Es ist ein gebändetes Relaxo. Vielleicht sollte ich mir die Sets vor dem Kampf teilweise mal ansehen. Aber okay, das nennt man dann wohl einen Blindkampf. Wow, ein gebändetes Relaxo habe ich noch nie gesehen. Tja, dann gehen wir eben nochmal für den Steinhagel und hoffen, dass dieser nicht misst. Oh, Toxin, ekelhaft. Natürlich. Ein Relaxo zu toxinieren ist immer schön. Aber wenigstens lässt der Steinhagel uns nicht im Stich. Und kann Voltula an dieser Stelle noch rausnehmen. Wir sind jetzt auf Steinhagel gebannt und ich bin echt gespannt, was er noch bringt. Ich sollte mir vielleicht was aufschreiben. Oder ich schreibe es einfach hier. Also, wir haben Voltula. Und als nächstes kommt Relikant? Wow! Da hat jemand Style gebracht. Ich habe OU und Below angegeben. Und da kommt tatsächlich jemand mit Relikant. Relikant ist Wasserstein oder so, ne? Hat also eine vierfach Pflanzenschwäche. Das bedeutet, rein kommt Huzassa. Hat das Ding Robustheit oder so? Oder irgendwie sowas, ne? Ich kenne Relikant überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, was das Ding kann. Steinpolitur. Oh, okay. Initiative erhöhen. Ja, wie gesagt, du outspeedest mein komplettes Team. Also eigentlich war das eine geschenkte Runde. Die Frage ist nur, wird er hier drin bleiben? Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, zu was er rauswechseln könnte. Ich kann also wirklich nichts predikten. Ich könnte jetzt für eine Pilzspore gehen.
aber ich könnte auch einfach nur für einen Giga. Wow, das Ding hat Zen-Kopfstoß. Oh mein Gott. Okay, das reicht aber nicht für einen Two-Hit-KO. Das war ein Crit? What? Okay. Wow, und da kriegt Hutzaster seine Crit vor Crit. Ich glaube zwar nicht, dass der gemattert hat, wie gesagt, vierfach effektiv. Sollte es sein zumindest. Aber trotzdem, lustig, lustig. Wäre das kein Crit gewesen, hätten wir nämlich jetzt unsere vollen KP zurück. Aber okay, da kommt Taubos. Okay, Taubos hat eben... wahrscheinlich ein Mega-Taubos, was jetzt mit einem Orkan kommt. Taubos hat doch Orkan, Hitzewelle. Was kann er noch? Schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich tippe mich gerade durch die Sets, damit ich sehe, was hier so ungefähr gespielt werden kann. Oh, okay. Ich habe eine Idee. Wir haben ja Steinhagel auf dem Relaxo, das haben wir schon revealed. Und Relaxos Spezialdefensive ist ebenfalls nicht so schlecht. Mal gucken, ob wir zwei Orkane fressen. Steinhagel kann dank Schildlos von Negataubos nicht verfehlen. Deswegen müssen wir uns keine Sorgen machen. Und das ist cool. Taubos ist ein mega cooles Pokémon. Da kommt der Orkan. Natürlich trifft er, wie gesagt, dank Schildlos kann nichts verfehlen. Vielleicht kommt er die Verwirrung. Yeah. Okay, wenn wir durchkommen, können wir dieses Taubos rausnehmen. Wenn wir nicht durchkommen, ist Relaxo tot. Da kommt nochmal ein Orkan. So, und jetzt ist die Frage, kommen wir durch die Verwirrung durch? Nein, kommen wir nicht und somit stirbt Relaxo. Die Hexen sind also in diesem Kampf gegen uns, leider. Aber okay, damit muss man leben. So ist Pokémon. Relaxo hat einen guten Job gemacht, obwohl er Taubos easy hätte ausnehmen können mit einem gebändeten Steinhagel. Aber in Ordnung. Ich würde mal sagen, wir gehen raus zu Cresselia. Einfach weil Cresselia speziell defensiv das wohl stärkste Pokémon ist, was sich in unserem Team befindet. Wir haben hier, wisst ihr was, Freunde, ich hau jetzt einfach mal einen Bizarro-Raum raus. Genau, weil er wechselt zurück. Er fürchtet vielleicht den Eisstrahl. Und deswegen... Bizarro-Raum. Bizarro-Raum, Freunde. Das Psyana hat vermutlich Spukball. Beziehungsweise, das heißt vermutlich, ist er ganz sicher Spukball, weil jedes Blitzer und Psyana Spukball hat. Okay. I've got an idea. Okay, wir wechseln mal zu Felinara. Ebenfalls einer Evoli-Entwicklung. Oh, genau, Psyana muss ich mir noch aufschreiben. Psyana. So, die Initiative sinkt. Das ist ein speziell defensives. Wow, ich dachte gerade, das macht mir. Wow, Alter. Was ist hier los, Mann? Was ist hier los, bitte? Ich wollte gerade sagen, Shimo hat uns ein speziell defensives Felinara gebracht. Deswegen sollte es eigentlich den Spukball easy fressen. Aber ihr seht, leider ist es nicht so. Wegen Crit und jetzt noch Spätzdeath Drop. Das ist doch mega cool, oder? Aber wir sind jetzt schneller dank dem Lichtschild. Dank dem Bizarro-Raum und hauen jetzt einen Lichtschild raus. So, das macht immer noch mega viel dank des Spätzdeath-Drops. Das ist nicht so cool. Aber in Ordnung. Haben wir hier... Ne, haben wir nicht. Okay, ich gehe einfach mal für eine Schallwelle, da wir noch ein paar Runden Bizarro-Raum haben. Ich habe jetzt gerade nicht gezählt. Wenn ihr Bizarro-Raum-Teams spielt, zählt immer eure Bizarro-Raum-Runden. Das kann sehr, sehr blöd enden, wenn ihr die Runden nicht zählt, so wie ich.
Strauchler. Warum? Okay. Hat vielleicht gedacht, dass es ein bisschen mehr Schaden macht. In Ordnung. Okay. Wir könnten jetzt noch einen Reflektor raushauen, theoretisch. Oder wir könnten auch einfach Psyana killen. Wie wär's damit, Freunde? So, Voltula ist weg, Relikant ist weg, Psyana sollte ebenfalls weg sein. Dann hat er noch Taubos. Ich weiß nicht, ob er es jetzt schon opfern möchte, das Psyana. Oder sie, ne? Ist ja eine sie, gegen die wir kämpfen anscheinend. Jop, da geht es Psyana down. Tja, Felinara ist eben die stärkere von den beiden. Na, so kann man das nicht sagen, aber Felinara ist schon eine der Favoriten oder einer der Favoriten in diesem Fall. Und da geht der Bizarro-Raum flöten. Jetzt haben wir noch ein paar Runden mit Lichtschild. Oh, Absol. Er hat mega viele Unlicht-Pokémon. Das ist nicht so cool. Aber. Aber wir können mit einer ziemlich mächtigen defensiven Wall, nämlich Rihornio, dem Ding entgegentreten. Und jetzt gucken wir mal. Steinkante. Ein Absol mit Steinkante. Wow. Okay. Alter, was ist mit diesen Crits los? Ja, okay. Ich meine, Absol, ne, crittet eigentlich die ganze Zeit. Aber trotzdem. Ja, er kann jetzt entweder drin bleiben oder er kann einen Hammerarm fressen. Wie wär's? Wie wär's mit einem Hammerarm? So, da kommt noch ein Nachthieb, natürlich auch ein Crit. Jetzt kommt aber der Hammerarm. Der macht schon ein bisschen was. Reflektor hätte es also an dieser Stelle eh nicht gebracht, da er nur crittet. So, und damit ist sein Absol ebenfalls draußen. Lichtschild lässt jetzt leider nach. Puh, oh, Chefrum hat er auch noch. Okay, oh Mann. Meine Güte. Okay, also ich kämpfe quasi mit Pokémon, die ich noch nicht mal angeguckt habe vor dem Kampf. Ich wusste nicht mal die Sets und ich kämpfe gerade gegen einen Trainer, wessen Pokémon ich nicht aufgeschrieben habe. Also ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, aber irgendwie klappt's, irgendwie funktioniert's. So, Chefrum kann ziemlich böse sein. Ich kann es nicht einschläfern. Und ich kann im Allgemeinen nicht so viel dagegen machen. Alter, er hat ultra viele Counter für mein Team. Mega viele Unlicht-Pokémon, die Lamos und Cresselia gut treffen. Und mega viele, hier, Dingens. Pflanze, Lamos und Rihornio. Na egal, wir gehen mal zu Cresselia raus. Denn Cresselia ist so ein bisschen der Counter für alles. Oder die Wall für alles. Cresselia ist eine ultra krasse Wall. Da kommt schon der Protzer, wie erwartet. Aber der Protzer. Der Protzer interessiert mich nicht wirklich. Denn mit Cresselia kann ich einen Bizarro-Raum raushauen. Holzgeweih. Okay. In Ordnung. Oh, der macht viel Schaden, Alter. Der macht richtig viel Schaden. Aber er frisst natürlich auch ein bisschen Schaden, weil wegen Beulenhelm. Ne? Alter, ein richtig bulkiges Chefrum am Start. Puh, okay. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal das Ding raus. Jetzt ist die Frage. Wollen wir Rihornio opfern, um mit Felinara reinzukommen? Eine andere Möglichkeit haben wir nicht wirklich. Weil Rihornio greift sowieso physisch an. Das bedeutet, dass Rihornio gegen das Ding nicht mehr viel reißt. Speziell nach ein paar Protzern nicht mehr. Und Felinara würde outspeeden und mit Schallwelle ein bisschen Schaden machen. So, das ist vierfach effektiv. Das wird down gehen. Jop, das ist perfekt. Dann sparen wir uns nämlich ein paar Runden. Das Ding ist nur, wird Felinara killen? Weil das ist ein speziell defensives Felinara und nicht so, wie wir es kennen. Ein Wahlglas-Schallwellen-Felinara. Ich bezweifle nämlich ganz, ganz stark, dass es das Ding ausnehmen wird. So, die Sache ist die, Lamos... Ah, okay, Lamos packt Feuersturm.
Ja, das muss dann auch noch treffen, ne? Oh, Lamos hat auch Bizarro-Raum. Cool. Okay. Gut, dann schwächen wir das Chefrum schon mal mit Schallwelle. Sollte neutral treffen und ein bisschen... Wow, das macht gar nichts, Alter. Was ist denn das? Was ist denn da los? Alter. Naja, okay, wir können es... Wir können es minimal schwächen. Wir sollten mit dem Bizarro-Raum auf, Lamos noch outspeeden, beziehungsweise wir haben ja noch eine Turn Bizarro-Raum und das sieht echt schlecht aus, Mann. Chefrum. Ich hätte mir das Team aufschreiben sollen. Das sieht nicht gut aus. So, Schallwelle. Machen wir nochmal. Er kann mir mit Holzgeweih nicht mehr so viel zurücknehmen. Klar, er hat Überreste und das Holzgeweih gibt ihm auch wieder ein bisschen was. Aber das sollte auf jeden Fall reichen, um mit Feuersturm zu killen. Es sei denn, wir outspeeden nicht oder der Bizarro-Raum wird jetzt aufhören. Aber ich glaube, wir haben noch eine Runde. Ich glaube, wir sollten noch eine Runde haben. Wenn der Bizarro-Raum misst, wenn der Bizarro-Raum misst, wenn der Feuersturm misst, dann ist vorbei. Weil, dann wird er nicht killen und dann wird er uns killen mit Holzgeweih und dann hört der Bizarro-Raum auf. Das bedeutet, wenn dieser Feuersturm misst, dann ist vorbei. Und das ist auch der Grund, weswegen ich Lamos immer mit fucking Flammenwurf spiele und niemals mit Feuersturm. Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht. Und ich sehe gerade, das Lamos ist mega. Okay. Ich behalte es aber noch als normales Lamos, weil es verfehlt. Geil. Absolut cool, Mann. Absolut cool. Also die Hacks sind echt nicht in unserem Favor, muss man einfach sagen. Und jetzt hört vermutlich gerade auch noch der Bizarro-Raum auf, ne? Ja, natürlich. Natürlich, und deswegen spielt man Flammenwurf und nicht Feuersturm, liebe Freunde. Das ist der Grund. So, jetzt muss ich nochmal zu Cresselia raus, um einen Bizarro-Raum zu setupen. Denn anders können wir das Game nicht mehr gewinnen. Und deswegen habe ich Lamos in der normalen, also nicht mega entwickelt, weil es jetzt ein wenig, wie heißt es? KP zurückbekommt. Also ich hoffe zumindest, dass er die Fähigkeit hat. Wenn nicht, dann... Alter, was spielst denn du für Lamos, Mann? Dösigkeit. Oh je, Shimo. Oh je, Shimo. Meine Güte. Okay, wir gehen mal für einen Psychoschock. Einfach mal, um zu gucken, was das so macht. Step, Psychoschock. Im schlimmsten Fall können wir Store... Pff, oh Gott, nee. Natürlich hat er auch kein Toxin auf, Cresselia. Ne? Ja, und das bringt jetzt nicht so viel. Er kann sich hier hochboosten, wie er will. Und ich muss spätestens irgendwann etwas sterben lassen. Und das ist nicht gut. Also, ich kann mich zwar mit Cresselia wieder hochheilen, wenn ich will, aber das bringt mir nichts. Weil ich muss ja den Bizarro-Raum passen. Das bedeutet, ich muss jetzt in dieser Runde... Wow, es ist zu spät. Fuck. Und er kriegt nochmal einen Crit. Jo. Das Battle ist gelaufen. Das Battle ist leider gelaufen. Leute... Lasst euch das eine Lehre sein, guckt eure Sets an, bevor ihr damit kämpft. Aber man muss echt sagen, die Hacks waren in diesem Kampf sowas von hart gegen uns, dass es schon nicht mehr lustig war. Da kommt natürlich das Holzgeweih. Ich hätte safe spielen sollen und auf Bizarro-Raum gehen sollen. Denn jetzt outspeedet Lamos nicht mehr. Er wird auch keinen Hit mehr tanken. Puh, das ist nicht gut. Das ist echt nicht cool. Haben wir denn noch auf Huzassa was? Ich glaube nicht. Nö. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, obwohl ich nicht dran glaube, ist, wenn dieses Chefrum Vegetarier hat. Nicht Vegetarier hat. Aber eigentlich glaube ich, werden alle Chefrums mit Vegetarier gespielt, um genau Pilzsporen oder so vorzuwirken. Also mal gucken. Jetzt werden wir ihm vermutlich noch einen Angriffsboost geben, weil wegen Vegetarier. Aber dann soll es eben so sein. Oh, das Ding hat Dampfwalze. Alles klar, nicht schlecht. Okay.
Ja, wie gesagt, ja, da ist der Vegetarier. Also wir haben eigentlich verloren, wir können eigentlich aufgeben. Wir können nichts gegen Shep rumtun. Und durch die ganzen Chris, den Feuersturm Miss, Chris, durch den Feuersturm Miss haben wir leider auch keine Möglichkeit mehr, das Ding hier zu gewinnen. Wir können ihn eigentlich nur noch mit Dingens auf plus 6 bringen, damit er uns möglichst schnell besiegt. So, da sieht man auch schon den Angriffsboost. Ja, schade, Mann. Das Battle war... Oh Gott, jetzt hat es auch noch Zitrobeere. Das Battle hat gut begonnen. Wir waren klar im Vorteil, bis dann ein paar doofe Sachen geschahen. Und jetzt entscheidet sie das Battle tatsächlich für sich. Also herzliche Gratulation und herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Wir hätten vielleicht mit Mega Lamus, wenn es denn Belebekraft gehabt hätte, noch ein Holzgeweih tanken können und hätten es vielleicht killen können. Aber da es kein Belebekraft hat, macht es auch überhaupt keinen Sinn, den Move mit Schlafpuder nicht oder mit Pilzspure nicht zu versuchen. Aber hey, was will man tun? Ja, Chefrum wreckt unser ganzes scheiß Team. Krass, ne? Das ist ein fucking heftiges Pokémon. Davor sollte man immer heftigen Respekt haben. Eins der stärksten Pflanzen-Pokémon, die es gibt, meiner Meinung nach. Und, ja. Natürlich durch das Klebenetz werden wir weder das noch sonst was outspeeden. Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ja. Jo. Das war's. Das war's. Holzgeweih hat leider viele, viele KP, PP. Und somit konnten wir auch nicht Holzgeweih ausstallen. Und er kann zwar nicht mehr kritten, weil wegen Megalamus, aber auf plus 6 interessiert ihn das nicht. So, und damit gewinnt Leonie den ersten Kampf der Session. Und das ist mir noch nie passiert. Ich habe noch nie den ersten Kampf einer neuen Aufnahmesession verloren. So, herzliche Gratulation erstmal dazu, also zum Sieg. Du hast echt, gut gespielt. Kann man das gut gespielt nennen? Ich glaube, ich habe einfach sehr, sehr schlecht gespielt. Ich meine, mit Chefrum zweimal zu protzen und dann einfach mit Holzgeweih zu spammen, ist es gut gespielt. Naja, die Umstände haben... Die Umstände waren so, dass du gut gewinnen konntest, sagen wir mal so. Du hast nicht schlecht gespielt, aber ich habe einfach noch schlechter gespielt, sagen wir es einfach mal so. Okay, Freunde, das war's mit dem ersten Battle. Ich weiß nicht, Gamescom schon aktuell, ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt noch 3 Parts. Heute sollte ich zur Gamescom fahren oder so, irgendwie sowas. Wenn heute der 4. ist oder der 5., ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, Freunde, vielleicht sehen wir uns da, wenn ihr auch da seid. Und wenn nicht, dann nicht, dann sehen wir uns eben nach der Gamescom wieder oder in weiteren Videos. Freunde, ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen und bis bald. Spielt Flammenwurf anstatt Feuersturm. Feuersturm ist kacke.